Baustellenmagazin. Ja, heute hier von der Tag der offenen Baustelle in Stuttgart. Ja, wir stehen jetzt hier direkt bei der Rettungszufahrt. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir laufen jetzt mal ein Stückchen. Der Peter aus Köln ist auch neben mir und macht auch gleichzeitig noch Fotos, die er dann uns hier zur Verfügung stellt. Da sehe ich also jetzt die Rettungszufahrt hier. Früher war das auch hier der Umdrehtunnel. In der Richtung fahren wollt hier. Ja, hier ist Anlieferung für LBBW und so weiter. Ja, und wir gehen jetzt hier in den Tunnel Nordkopf und schauen uns mal hier den Baufortschritt im Tunnel Nordkopf an. So, jetzt sind wir zum Zugang zum Tunnel hier. Ja, hier gibt es so rote Striche. Mal schauen wir, was sie sind. Wahrscheinlich für Kabel oder so weiter. Vielleicht wird da auch noch was retourniert zum Schluss hier. Aber ich habe ein neues Mikro, das ist direkt an der Kamera befestigt. Ja, Hilti lässt grüßen. Ja, hier noch ein paar Armierungsstäbe. So, und das sind die ausführenden Firmen hier. Ja, das sind hier die Gleise vom Hauptbahnhof raus. In Richtung Bad Cannstatt und Feuerbach. Thank you.
Bauwerk und Dreckpapier. Also. Komm, 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 stell dich mal dahin. Stell dich mal hier davor. Da an den Zaun, jetzt kriegst du. Ja, stell dich mal an den Zaun. Mit zwei Daumen nach da. Ich verstehe die Diskussion. Der feine Mann. Ja. Das ist ein bisschen weiter nach rechts. Komm, stell dich mal hier. Jawohl. Jawohl. Oh, das ist jetzt der Tunnel. Guck mal her. Jungs, guck mal her. Euer Wasser, ein scheiß Zeugchen. Da ist eine Baustelle, komm. Guck mal auf der anderen Seite rein. Ja, und hier vorne ist eine von 24 Weichen wohl hier reinkommen. Also, die sind schon relativ weit hier. Ja, da geht es auch noch über die Naturbilder. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Ich würde sagen, gleich aus dem eigentlichen Bahnhof in der Saal. Bis gleich. So, jetzt mal noch einen Blick hier auf den Bahnhof. Ja, hier ist sogar noch eine Weiche. Und zwar von, kommt die dann von Gleis 6, würde ich mal sagen. Also machen wir hier rein. Und so schönes Licht hier haben. Ja, und dahinter ist der Hauptbahnhof, in der Bahnsteighalle. Ja, hier dann auch Gleis 8. Oh, bevor es so weiter wackelt, weil ich ohne Stativ hier filme, würde ich sagen, sage ich bis gleich im Bahnhof, wo wir jetzt hingehen. Bis gleich. Ja, hier wurden vor kurzem auch noch Rohpfähle eingebaut, um dass man hier auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Aktueller Stand habe ich leider jetzt hier von nicht, ob sie jetzt hier in dem Bereich fertig sind. Aber das wird natürlich auch in Erfahrung bringen. Ja. Das ist jetzt mal der Blick hier raus. Durch den Vorderbau vom Bonatzbau. Ja, alles mittlerweile entkernt und jetzt beginnt mittlerweile der Aufbau. So, ich würde sagen, ich schaue mal weiter, ob es noch was Interessantes gibt. Also, bis gleich. Ja, hier sind sie mittlerweile noch am Abbruch, wie man sieht. Aber da wird wahrscheinlich nicht mehr viel weg müssen. Aber ich schätze mal, alles was rot angezeichnet ist. Ich tue mal geschwind rein, dass man das auch mal richtig sieht hier. Also ich denke mal, alles was hier rot angestrichen ist, das wird wohl wahrscheinlich noch weg müssen hier. Ja, und dann kann der Neuaufbau auch hier beginnen. Bis gleich. Ja, hier kommt die letzte Druckplatte der Morsch. Aber die muss jetzt noch eingeschaltet werden. Also solche Gerüste, wie wir jetzt hier sehen, werden da noch aufgebaut. Ja, das wird hier die nächste Deckenplatte der Loges werden. Ja, wie jetzt eine fertig aussieht, zeige ich euch gleich. Aber ich würde sagen, wir laufen erstmal ein Stück vor. Ich lasse die Kamera mal laufen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht hier.
hier fehlt dann auch noch eine. Aber hier haben sie das Zwischenstück benetzt, betoniert, so wie ich sehe. Beziehungsweise die bereiten gerade das Ganze vor, um hier die nächsten Deckenplatte der Lorches zu anzugehen, das heißt armieren und betonieren. Ja, schau mal, wenn es soweit ist hier. Ja, auf der Webcam übrigens hier vom Turm aus könnt ihr das wunderbar mitverfolgen. Müsst mal eigentlich einen Einblick drauf haben. Ich würde sagen, da haben wir noch ein Stück vor. Oder anders gesagt, dem Vesperstüble. Wie es der Hubert immer so schön sagt hier. Hier sehen wir jetzt eine, die mittlerweile fertig ist. Geplant war das Ganze mal durchgehend mit Scheiben oben drauf. Aber anscheinend war das zu gefährlich wegen Klettegefahr. Es gibt auch geriffeltes Glas. Also wo rau ist, und wenn man da ein bisschen Salz streut, dann geht es auch. Aber naja, jetzt haben wir halt Lichtquellen hier, das heißt aus Riesenlampen, wie man hier sieht. Ja. Mal gucken, wie hell es wird, wenn es mal fertig ist. So, laufen wir mal weiter, weil die haben ja den letzten Jahr eine betoniert. Hubert hat es ja von der Ferne aus, glaube ich, mitgefilmt, beziehungsweise auf seinem Übersichtsvideo. Ja, und jetzt kommen wir hier zu der Deckenplatte der Lorches, wo mittlerweile vor kurzem betoniert wurde. Also die ist fertig, und wenn man jetzt mal hier die Höhe sieht, dann seht ihr mal, was hier noch aufgefüllt werden muss, um hier eben reinzulaufen. Also ich bin 1,70, ich würde mal sagen, 1,50 Meter, 1,40 Meter wird es bestimmt sein. Ja, und überall haben sie jetzt hier diese Fundamente gebaut. Aber jetzt kommt das große Aber, jetzt heißt ja immer hier für Kabel und so weiter. Ich sag mal nur wegen den Gerüsten hier, weil irgendwo muss man ja auch das Gewicht von dem ganzen Bau absetzen, und deswegen diese Fundamente, weil ohne Fundamente würde das ganze Gerüst hier nicht lange standhalten. Und deswegen wird man wahrscheinlich hier diese Fundamente gebaut haben. Oder Peter, was meinst du dazu, zu den Fundamenten? Ja. Ohne geht's nicht.
Also eher für die Gerüste, ne? Ja. Also, Peter ist auch in der Meinung, da wenn man ja mal schaut, die Gerüste sind direkt draufgesetzt. Also, ihr müsst euch mal überlegen, das sind nur die Mauern hier, wo noch gehalten werden und das Dach. Und es sind schon einige Tonnen, wo da drauf drücken auf das Gerüst. Und das muss ja irgendwo von unten wieder abgefangen werden. Ja, hier ging es mal runter. Warum es hier nicht runter geht, weiß ich nicht. Ist aber geschlossen hier. Du heute, ne? Schade. Ja. Auf der anderen Seite gegangen. Das geht nicht. Ah. Ora! Das war ich gut im Frühjahr. Tut mir leid. Sie wohnen in Stuttgart oder andere Stadt? Ich wohne in andere Stadt. Ja, und wo uns die Öffnung oder zumindest das, was sie mal war, wo der Kran drin stand. Also die Unterbewehrung ist drin, die Oberbewehrung ist auch schon fast drin. Ich würde mal sagen, eine Lage fehlt noch. Natürlich euch hier vom berichten, sobald hier mal irgendeine Plane wegkommt und dann die Kamera hier drauf halten. Na, bisher sehe ich hier noch keine, wenn ich eine irgendwelche Metalleisen sehe für irgendwelche Gitter, halte ich sofort die Kamera drauf für euch. Also bis gleich. So, wir stehen jetzt hier am Südausgang. Ja, und hier wurde der Südausgang gebaut. Hier vorne, bei der Abtrankung, da sehen wir die Aussparung für die Rolltreppe. Und wenn ich noch ein Stück rüber gehe, dann kommt jetzt hier gelb abgeschränkt die Aussparung für den Aufzug. Ja, und hier ging vor kurzem noch der Weg entlang. Der ist jetzt mittlerweile verlegt worden auf das Bahnhofsdach.
Ja, und dass man die Gummidichtung schützt, hat man jetzt hier damals einfach solche U-Steiner drauf gesetzt und hat das Ganze dann hier aufgefüllt mit Erde, die man jetzt mittlerweile wieder rausgenommen hat. Ja, da drüben. Hier drüben sieht man die Schalung für den Notausgang. Bahnsteig 1 müsste das sein. Und daneben kommt dann Notausgang Bahnsteig 2. Gleich hier. Und Bahnsteig 3 kommt dann praktisch hier raus. Ja, und hier drüben kommt dann der normale Südausgang hin. Und jetzt im Moment hier hinter dem Erdhaufen noch der Notausgang. Später die Verbindung zwischen Zürich Richtung Flughafen Stuttgart verbinden. Okay, gibt es da irgendwas zu beachten auf der Strecke oder bei dem Tunnelbau? Wie meinst du? Geht es durch Gestein durch? Oder? Klar, wir haben da natürlich Gestein, aber wir haben jetzt keine kritischen Gestein. Also kein Gestein. So an der Brücke oder so? Haben wir gefunden. Okay. Und der wurde direkt am Flughafen angeschlossen, also letztlich stand war ja mal bei der S-Bahn. Ich habe jetzt nicht mehr so, ne? Ne, ist war separat. Also direkt an der Fernregionalbahn angeschlossen werden. Wie lange soll das jetzt dauern noch, bis das fertig ist? Das ist noch in Planung und ist abhängig natürlich vom Genehmigungsverfahren. Man will, wenn es klappt, 26 anfangen. Dezember 26? Im 26 will man anfangen, hier die Baumaßnahme durchzuführen, den Pappensteig. Und wird dann wahrscheinlich so 35 werden, oder? Bis jetzt dann? 32. Aber wie gesagt, es ist alles abhängig von. Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, 11,5 Kilometer durchgehend ohne Halt mal zwischendurch, weil man sieht ja hier Kleinfelden, Moosberg und so weiter. Das ist ja alles S-Bahn. Mhm. Wir aber machen ja den Regionalfernverkehr, geht raus und geht dann nur an den Flughafen dran. Okay. Das heißt, es ist jetzt fertig geplant oder das Bauvorhaben steht fest? Es ist im Bundesverkehrswegeplan, ist das so drinnen. Mhm. Mal sagen, so ungefähr, was das kostet? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Okay. Aber über die Schnelligkeit jetzt von Singen oder so, können Sie da was sagen?
Wir wollen hier in dem Abschnitt sollen wir bis zu 200 km/h fahren können. Und es gibt auch Maßnahmen, die man Richtung Singen ergreift, um dort schneller zu fahren. Was dort die Höchstgeschwindigkeit sein wird, kann ich Ihnen aber auch nicht sagen, weil das... Und Zeitersparnis? Kann ich Ihnen so auch nicht sagen, auch was nicht da... Sagen. Okay, aber es ist eine Maßnahme für schnelleres Reisen, so gesehen, ne? Genau. Okay, vielen Dank. Haben Sie mich aufgenommen? Das möchte ich aber bitte nicht, ne? Also das sollen, kann ich rausmachen. Das sollen Problem. Sie bitte alles löschen. Das ist kein Problem. Kann man ja rausmachen. Dankeschön. So, hier drüben wird noch Kar 23 armiert. Schauen wir mal, ob ich hier... Also hier drüben nur das Profeld. 23. Ja, und das Ganze zeigen wir hier aber auch über den ITS. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf der ITS. Da sind wir hier auf den letzten Randkelch. Beziehungsweise den letzten Kelch allgemein. Da sind wir auch rein. Thank you.
jetzt mal noch einen Blick auf den letzten Restkelch hier. R8. Ja, sieht eigentlich auch soweit perfekt aus, würde ich sagen. Ich sehe jetzt bloß nicht, ja, so ist besser. Perfekt. Also die erste Lage ist fast drin. Also erste und zweite Lage ist drin. Und hier sieht man auch schon die Öffnungen, wo das Betonierstoff nachher reinkommt. Bleibt oder werdet gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video.